Dominik Kizirski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar mit Markus Runau. Ja, was behandeln wir denn? Also, in diesem Webinar haben wir eine Vielzahl an Themen. Volkswagen, wohin geht die Reise? Werden wir die 278 Euro sehen oder auch nicht? Wie findet man gute Dividendenwerte? Und für viele wahrscheinlich noch viel interessanter, wie finde ich gute Wachstumswerte? Und egal für welchen Wert ich mich am Ende entscheide, aber der richtige Einstieg ist nie verkehrt. Daher behandelt Herr Runau auch heute noch, was man beim richtigen Einstieg beachten sollte. Und am Ende natürlich der Klassiker für uns, die wir das alle nebenberuflich machen. Kann ich überhaupt nebenberuflich handeln? Und wie ist dies ohne nonstop am Bildschirm zu hängen möglich? Dieses Thema und noch viel weitere Themen kommen in diesem Webinar zu sprechen. Ja, dann übergebe ich mal an Herrn Runau einen Blick. So. Moin, moin, Moderator. Ja, dann Herr Runau, ich übergebe. Ja. Alles klar. Ja, moin, moin aus dem schönen Hamburg. Heute mein Thema konstante Profite mit dem Optionshandel, beziehungsweise geht es eigentlich mehr darum, fundamentales Screening von guten Aktienwerten. Natürlich kann man das immer begleiten mit Optionen und da gehe ich auch doch mal kurz drauf ein. Ja, zur also mal Risikohinweis ist obligatorisch, ist klar. Ja, also dass immer Börsengeschäfte mit erheblichen Risiken verbunden sind und dass man sich da auch informieren muss. Und wir machen hier eine Weiterbildung und Veranschaulichung und es ist immer wieder auf eigenes Risiko. Und natürlich gibt es hier Werte, die ich natürlich im Portfolio habe, ist auch klar. Da gibt es dann natürlich den Interessenkonflikt, aber hoffentlich in gute Art und Weise, dass wir alle was verdienen. Nochmal kurz zu meiner Person, hatte ich auch in den letzten Webinaren schon gesagt, also ich habe 2 Mastertitel, habe Chemie studiert, also einen Chemietechniker gemacht, habe über 23 Jahre Industrieerfahrung, sehr viel Prozess und Verfahrensoptimierung und meine Spezialität ist irgendwo auch verschiedene Techniken anzusetzen und Programmierung, künstliche Intelligenz, gerade Supervised Machine Learning, mache ich halt schon Ewigkeiten seit 2004. Ja, und programmiere hier alle Sachen auch selber, was Sie hier sehen. Zur Agenda. Gerade beim Thema Fundamentaldaten, ja, welche Werte schauen wir uns denn überhaupt an? Welche Fundamentaldaten beschreiben die Qualität eines Unternehmens? Was mache ich dann überhaupt mit den Fundamentaldaten? Also, manche sammeln Daten und dann, ja, und was tue ich damit? Wie finde ich gute Wachstumswerte? Wie mache ich dann meinen Tradingplan da draus? Dann nochmal, wie geht das konkret? Wie steige ich ein? Was muss man bei den Einstiegen beachten? Welche Strategien passen zu mir überhaupt? Welche Informationsquellen? Und dann, wie steige ich aus? Und dann gehen wir auch in, natürlich wie immer, in das Praktische hinein, dass wir das uns im Agena Trader auch mal anschauen. Und dann auch bitte Fragen stellen. Also Fragen stellen ist immer ganz wichtig. Ich möchte hier nicht nur einen Monolog halten, sondern wenn Fragen kommen, bin ich dann natürlich immer super zufrieden. Genau. Und hier auch wieder, wir machen nicht nur einen Trade und der soll dann gut gehen, sondern die Summe der Trades ist wichtig und da ist es eben wichtig, wo steht das Trading-Konto in 5 bis 10 Jahren. Das ist langfristig und deshalb zocken wir auch nicht. Das ist alles ein einfaches, langweiliges Business, wenn wir es richtig machen. Ja, Problemstellung, da geht schon los. Welche Werte? Also wenn ich hier scanne, habe ich 3000 Werte in den USA und Volumen, die über 200.000 sind. Das ist schon viel und das kann man eigentlich von Hand gar nicht so richtig sinnvoll angehen. Und dann die Frage, welche Fundamentaldaten beschreiben die Qualität eines Unternehmens am besten? Und ich habe da wirklich sehr, sehr viele Bücher gelesen, mir da Gedanken gemacht, welche sind die kritischsten Werte, woran kann man das sehen? Und die letzten Webinare hatten wir ja über die Optionen geredet und das sind irgendwie bei meiner Datenbank 2
Tabellen mal ganz grob, die halt sehr lang sind. Jetzt reden wir über die 38 anderen. Es sind relativ viele komplexe Daten, die ich da habe. Aber ich habe es so versucht aufzubereiten, dass wir eben nicht Schwierigkeiten haben, das zu machen. Die größte Kunst ist eben, das immer alles zu vereinfachen, dass es nicht so schwer ist für Sie als Kunde oder auch für mich. Also ich bin ja da sehr, sehr eigennützig und möchte das auch für mich sinnvoll nutzen. Und da ist das Schlimmste, wenn man zu viel suchen muss und dann nochmal selber ausrechnen oder sonst was machen muss. Und deshalb beschränke ich mich auf den Verschuldungsgrad, Einnahmenswachstum, Margenwachstum, Eigenkapitalrendite und das Umsatzwachstum. Und das sollte möglichst vollautomatisch da sein. Und nur mal, wo kommen wir dann hin? Wenn ich jetzt hier so eine Apple habe, dann sehe ich eben, was für ein Wert ist denn das? Was für ein Sektor? Was für Industrie? Was macht die Firma überhaupt? Dann gibt es hier diese Verschuldungsgrade, Earningswachstum, Marginwachstum und so weiter. Wir kommen aber dann noch näher rein. Ich wollte bloß mal sagen, da geht die Reise hin, dass wir alle wichtigsten Informationen haben. Hier geht es A bis F, wobei A das Beste ist. Dann auch die Frage, ja, wo finde ich denn gute Dividendenwerte? Weil da gibt es ja echt sehr, sehr viele Werte und da wird oft angezeigt, 7%, 6% Dividendenrendite, aber dann sind die auf dem Abwärtstrend. Und was bringt mir das, 10% Dividendenrendite zu haben, wo ich dann auch noch was besteuern muss, wenn das dann auch noch 20% der Kurs runterfällt oder so? Das macht ja nicht wirklich Sinn, sondern was wir haben wollen, ist ja, dass wir zweifach profitieren oder dreifach. Dass wir sagen, okay, wir haben einen Trend, der nach oben geht, wo ich dann auch Geld verdiene, einfach am Kurs und dann dazu nochmal was verdiene. Vielleicht kann ich das auch noch mit Optionen dann begleiten in bestimmten Punkten. Ich sage, wenn ich hier ein Einstiegssignal habe, dass ich dann einen Put schreibe oder meine Position aufbaue und so weiter. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber wie schon gesagt, Dividenden, wenn die bringen nichts, wenn die Kursbewegung dagegen geht. Ich hatte mal hier was rausgefunden, da gibt es schon Dividends zum Beispiel, 118 Dollar dann im Jahr oder Investing-Dividenden-Kalender oder dann in der TWS. Aber für mich ist es immer das Nervige, wenn ich zu viele Sachen dann nochmal rumsuchen muss. Das heißt, für den Prozess ist es einfach nur unschön, da mag ich es lieber, alles auf einen Blick zu haben. Wachstumswerte, dann gibt es auch Finvest, dann TWS kann man vielleicht noch was suchen, aber richtig angenehm ist es nicht. Richtig gute Werte zu finden, wenn man auch noch die Fundamentaldaten mit reingeht. Und eines der großen Themen ist, und das sollte man sich gleich am Anfang zu Gemüte führen. Wie möchte ich denn traden? Was möchte ich denn haben? Manche schauen einfach nur, ja, wie viel Geld habe ich auf dem Konto und dann juhu und dann, ui, jetzt ist die Margin voll und Margin Call oder so. Das ist natürlich nicht unbedingt Sinn und Zweck, sondern beim Business, dann muss ich schauen, zum Beispiel, wie sollte mein Wunschportfolio aussehen und danach auch handeln dann, dass ich mir das einmal niederschreibe und sage, okay, wie viel Prozent Dividendenwerte, zum Beispiel 10%, dann 30% Wachstumswerte, die ich einfach mal liegen lassen kann, dann Optionen, gewissen Teil, dann Cash. Da wird ja oft gesagt, schaut euch den VIX an und wie hoch der VIX steht. So viel Cash sollte man haben. Das heißt, wenn die Volatilität massiv hochgeht, dass man ein bisschen höhere Cashquote hat, dann und wenn der VIX runtergeht, dann kann man das auch mal ein bisschen abbauen, die Cashquote. Das heißt, dass man mehr investiert. Dann gibt es Absicherungsstrategien? Habe ich ein Hedge drin? Wenn der Markt runtergeht, wie kann ich da sicherstellen, dass nicht alles in die gleiche Richtung geht? Habe ich auch eine Diversifikation in den Werten? Das heißt, dass ich nicht, wie jetzt zurzeit, schießen sehr stark die Biotech-Werte in die Höhe. Wenn alles hochschießt, dann ist es halt auch nicht gut. Wenn ich nicht rechtzeitig dann wieder rauskomme, sondern habe ich auch noch ein paar andere Branchen, die vielleicht interessant sind. Dann der
Zeithorizont pro Asset-Klasse, also pro Anlageklasse, ist auch noch so was Wichtiges. Also wenn ich Wachstumswerte habe oder Dividendenwerte, da brauche ich nicht auf 4 Wochen gehen, sondern das ist eher was Längerfristiges. Manche Fundamentalisten, die sagen, okay, ich kaufe mir eine Aktie, schaue gar nicht auf den Chart, ich weiß, die stehen fundamental gut und ich hau die einfach ins Depot und 10 Jahre später schaue ich drauf. Das ist jetzt nicht mein Ansatz, sondern bei mir ist es eher doch, ja, 2, 3, 4, 5 Monate, in dem Zeithorizont, das interessiert mich. Ich will jetzt nicht zu viel Stress haben, das heißt, es soll auch irgendwo so eine nebenberufliche Geschichte bleiben. Ich mag nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen. Mei, viel zu viel. Genau. Und dann jetzt das Thema, welche Werte handle ich und wie steige ich ein? Also Informationsquellen kommen dann auch nochmal. Aber welche Werte? Also bei mir ist es so, es gibt da verschiedene Vorgehensweisen. Also es gibt ja so ein End-of-Day-Screener oder Fundamental-Screener, wo man dann sagen kann, okay, such mir raus alle Werte über, was weiß ich, $20 und dann sucht er mir das raus. Ja, kann ich machen. Oder ich kann das hier beim Agena Trader natürlich extrem alles eingrenzen. Das ist aber nicht ganz so der Ansatz, wie ich ihn verfolge, weil es einfach ein bisschen schwieriger ist. Ich schränke mich dazu sehr ein, wenn ich das hier mache. Da gibt es auch Webinare zu, wie man den bedient. Ist jetzt nicht heute das Thema, sondern bei mir ist es eher so, ich komme von der großen Menge an Aktien, ups, jetzt bin ich da jetzt verrutscht, und möchte mehr haben. So, hier ist gerade noch die Frage, ist es besser auf Indizes zu traden als auf Aktien? Es ist so ein beides kann man ganz gut eigentlich auch kombinieren. Also wenn man Aktien rausscreenen kann, die haben natürlich oftmals eine bessere Performance. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt wenig Zeit hat, ist es natürlich leichter, einen Index zu kriegen. Wenn man sich den auch ins Depot legen kann. Also manchmal geht es ja auch, dass man dann Put so nah dran kauft am verkauft am Strike, dass man dann eingebucht wird und dann hat man den im Depot. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Gerade wenn man Stockpicking ein bisschen Schwierigkeiten hat und das ist nicht einfach, da muss man klar sagen, weil wir wollen ja den Markt schlagen und den Index ist der Markt. Genau. Welche Werte handle ich? Also wie schon gesagt, ich schränke das ein von den 3000 Werten und gehe dann runter und schaue, welche Werte sind jetzt im Aufwärtstrend, also was das Bild, was ich davor gezeigt hatte. Ich möchte diese Aufwärtstrend haben und dann ein Einstiegssignal. Und dann sollten die fundamental natürlich gut sein. Und das spielt immer irgendwo mit rein. Und dann, was ist bei den Einstiegen zu beachten? Es sollte nicht gegen mich laufen, einmal ganz doof gesprochen. Also wenn ich hier ein Signal habe und der läuft gegen mich, ist das natürlich nicht unbedingt ideal. Ich zeige das mal kurz an einem Turning Point, wie ein Turning Point funktionieren sollte. Also wenn wir jetzt hier mal einen Turning Point haben, das, was oftmals passiert, ist, dass wir Werte haben, der kommt hoch und schießt hoch und dann fällt er ab. Das möchte ich immer nicht sehen, sondern das, was ich sehen möchte, ist, dass er mit Dynamik dann einfach weiter am Steigen ist. Bei einer Apple oder sowas, da hat man das jetzt auch hier gehabt, dass er irgendwo eine Dynamik ausbildet und schießt dann weiter hoch. Das ist immer das Ideale für einen Turning Point Einstieg. Wenn der dann, was auch manchmal passiert, muss man klar sagen, ist, dass wir Werte finden, wo er dann hier so einen Abverkauf macht. Und das habe ich auch reinprogrammiert, dass wir, wenn der 15:30 die Markteröffnung hat, dass er dann am Fallen ist und geht dann runter. Dann ist das kein gültiger Turning Point. Kommen aber gleich noch drauf. Gut, dann waren wir bei den Informationsquellen. Brauche ich diese Quellen? Fear and Greed Index macht definitiv oft Sinn, mal drauf zu schauen. Sektorrotation, ja.
Wo kriegt man sonst noch Informationen her? News? Ich brauche eigentlich relativ wenig Sachen. Also Fear and Greed ist somit das Einzige und dann schaue ich mir immer noch die Sektorrotationen an. Die finde ich ja im Agena Trader unter den Indizes. Da habe ich das immer mir reingebaut, dass ich sehe, in welche Richtung läuft ein Sektor. Und das sehe ich jetzt hier zum Beispiel XLY deutlich am Steigen, hat hier ein bisschen korrigiert und so. Aber da machen ja auch andere die Indexanalyse und dann suche ich mir halt Werte raus aus diesen Branchen, die interessant sind. Gut, dann. Wie sollte der Handel optimalerweise ausschauen? Jetzt kommen wir dann in diesen praktischen Teil nochmal ein bisschen rein. Ausstiege mache ich dann gleich noch. Und da ist für mich so das Thema eigentlich sollte es so sein, dass der Agena eingeschaltet wird oder der Rechner eingeschaltet wird und mir werden die Vorschläge direkt angezeigt. Und dann sollten die wichtigsten Parameter vorher geprüft sein. Hier gerade noch die Frage, ist der Agena Trader in der TWS? Nein, ist er nicht, sondern der Agena Trader ist eine Zusatzsoftware, die aber auch zum Beispiel in der einfachsten Version, das ist die Mercury, die kann man als CapTrader-Kunde kostenlos nutzen. Braucht man nur den Support anschreiben und dann funktioniert das auch. Und darauf kann man hier so ein Optionspaket zum Beispiel buchen, wo die Fundamentaldaten mit drin sind. Kommen wir aber noch drauf. Aber jetzt nochmal zurück. Einschalten des Rechners. Und da möchte ich dann sehen, eigentlich, dass alle Kriterien erfüllt sind und ich brauche dann nicht mehr viel machen, habe Einstiegssignale und drücke auf den Knopf. Also bevor ich da lange rumsuche, sollte das alles so direkt sichtbar sein. Also dann ist es für mich ein idealer Einstieg, also oder ein Workflow. Natürlich könnte man noch sagen, ja, vollautomatisch wären auch noch gut. Ja, klar. Aber mal kurz draufschauen, kann man auch noch mal. Ist ja nicht so dramatisch viel. Wenn wir uns mal Minervini anschauen, also Minervini, Marc Minervini, ist einer der ganz erfolgreichen Aktienhändler, der mehrere 100% jedes Jahr irgendwo seine Rendite macht. Und dieses System habe ich ja auch angenähert reingenommen. Also ich habe mich sehr stark natürlich ans Buch gehalten, aber ein paar Kleinigkeiten natürlich von mir auch noch übernommen. Er sagt, der Simple Moving Average, also der normale gleitende Durchschnitt von 50, soll der höchste sein, der Kurs am besten auch drüber, dann SMA 150 niedriger und dann der 200 auch noch drunter und dann der Kurs maximal 30% vom Hoch entfernt. Und fundamental soll es ein Top-Wert sein, dann kommen noch ein paar andere Kriterien mit rein in der SEPA-Methode, die habe ich aber hier alle im Hintergrund mit berücksichtigt. Und dann die Earnings sollten in den letzten 3 Quartalen steigen. Und wie schaut dann so ein idealer Wert aus? Hier sieht man auch, was er mir dann anzeigt. Das heißt, ich habe einmal den Kurs. Gehen wir mal in den Trendhandel noch mal kurz rein. Wir haben Tiefs hoch, tief hoch. Und so weiter immer höhere Tiefs, gefolgt von höheren Hochs. Das heißt, wir haben einen Aufwärtstrend, der sich aufgebaut hat. Und dann sehe ich hier diese lila Linie ist die 200er SMA, dann habe ich den 150er und dann die gelbe Linie ist dann der 50er. Und erst wenn das alles schön zusammenspielt, alles am Steigen ist, habe ich hier so ein lila Feld. Also da brauche ich nicht groß rum experimentieren, stimmt das jetzt oder nicht. Ich sehe das klare lila Fläche und dann sollten die Earnings auch gleich angezeigt werden. Und dann am besten noch so ein Einstiegssignal, wie so ein Turning Point. Das sieht man, habe ich hier gemacht. Und dann ist er auch hochgeschossen. Also man sieht auch prozentual ist das natürlich eine schöne Geschichte. Und das mache ich hier wirklich relativ häufig. Und das soll natürlich so viel wie möglich irgendwo automatisch gehen.
Das machen wir jetzt mal im Agina Trader, dass wir das nicht nur hier theoretisch machen, sondern das auch mal praktisch. Der Agina Trader ist natürlich ein bisschen komplexeres Tool. Ich hatte das das letzte Mal auch schon gezeigt. Hier werden erst einmal verschiedene Werte reingesucht. Das heißt, ich habe hier Aktien, die gesucht werden zwischen 5 und 10 Dollar, 10 bis 20, 20 bis 50, 50 bis 100 und über 100 Dollar. Da drin wird dann erstmal nach impliziter Volatilität gesucht. Und bei Wachstumswerten bzw. stark fundamentalen Werten muss man ja auch davon ausgehen, dass irgendwo die Erwartungshaltung groß ist, dass die Werte steigen. Damit habe ich auch eine höhere implizite Volatilität als bei Werten, die niedrig sind. Und das sortierte dann automatisch rein, zum Beispiel in die HIV-Werte. Und da raus geht es dann weiter, dass ich dann sage, okay, ich bekomme hier Kriterien, ob diese Werte was taugen oder nicht. Also für Einstiege. Das habe ich einmal für Short Term. Das ist gerade für Optionshändler interessant. Short Term bedeutet, es gibt Wochenoptionen, Long Term Monatsoptionen und ich habe den Schwellwert für die implizite Vola bei 50 gesetzt. Und da werden eben verschiedene Strategien rausgesucht und man sieht hier auch den Minervini. Und was jetzt hier bei Minervini passiert ist, wenn da ein Signal ist, eine 1 oder eine 2, wandert der einfach hier in diese Liste rein und gibt mir Signale. Also prinzipiell sind es relativ viele Werte, die diesen Filter haben. Das heißt, diesen Filter zu programmieren, das kann man mit vielen Software relativ einfach. Und man sieht, es sind auch viele, 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 viele Werte. Und da habe ich dann auch wieder keine Lust, das selber durchzugehen. Und jetzt kommt eben die Besonderheit, dass ich geschaut habe, wo finde ich diese Werte, die auch ein A- oder B-Rating haben, die besonders gut sind. Und das zeigt er mir hier in dieser Minervini Condition. Das heißt, dann sehe ich, dass ein A- oder B-Wert brauche eigentlich gar nicht draufschauen, weil es ist immer das Gleiche, dass das ein A- oder B-Wert ist. Anders kann das gar nicht auftauchen. Auch hier dieses High Growth sucht er automatisch und ich kann mir sicher sein, dass die Earnings per Share auch am Wachsen sind. Und das ist hier bei jedem Wert eigentlich immer so. Brauche ich gar nicht groß kontrollieren, dass das funktioniert. Das sieht man. Und dann ist nur noch wichtig zu wissen, gibt es hier vernünftige Einstiege? Und wie kann man sowas handeln? Das ist vielleicht auch noch ganz entscheidend. Was ich mir angewöhnt habe zum Beispiel, ist, dass ich nicht einfach blind reingehe, wenn jetzt hier irgendwie der Kurs am Steigen ist, sondern ich warte tatsächlich immer, kommt ein Wert an einen Turning Point oder eines dieser Signale ran und dann beobachte ich es. Am liebsten sind mir die Turning Points und das ist relativ wenig Arbeit. Das heißt, ich schaue hier 1, 2, 3 Werte, die kann ich mir vielleicht noch ohne großen Aufwand anschauen. Also drücke ich drauf. Ja, der hat das so gebaut und soll jetzt hier nach oben schießen. Jetzt haben wir hier natürlich die Earnings, da muss man ein bisschen aufpassen. Das wird hier als Linie angezeigt. Dritter, fünfte Earnings, C confirmed und wenn es confirmed ist, ist es auch gleich in lila eingezeichnet. Bei anderen Werten hat es halt eine andere Farbe. Also hier haben wir auch ein confirmed Earnings. Genau heute muss man vielleicht nicht unbedingt machen, am Tag der Earnings einsteigen. Und hier sieht man, okay, orange sind noch nicht confirmed, aber an diesem Tag sind die Earnings. Genau, aber man sieht immer wieder, es ist das gleiche Muster. Und bei einem Turning Point soll Folgendes passieren. Der Wert soll über den Turning Point, über das Hoch steigen. Und das ist hier vielleicht gerade sehr interessant, weil wir eben das noch nicht haben. Das heißt, hier ist er noch nicht bestätigt, der Turning Point. Das ist dieses Hoch auf den 5 Minuten, wie ich gerade angezeichnet habe. Das heißt, der Kurs soll erst hier drüber laufen und das nach 16:30 Uhr. Dann ist es für mich ein bestätigter Wert. Dann gibt es auch Schmackes und dann kann ich hier einmal den Einstieg machen und wenn er sich dann bestätigt, kann ich auch noch mal nachlegen und eine kleine Position aufbauen. Das mache ich ja auch bei verschiedenen anderen Werten. Schauen wir uns das mal hier an. Bei diesem Wert
habe ich dann zum Beispiel den Einstieg hier unten, je nachdem, wo ich es dann erwische. Aber spielt im Endeffekt keine Rolle, wenn ich erwarte, dass der irgendwo weit über 11, $12 geht, ob ich jetzt hier ein paar Cent gut gemacht habe oder nicht. Das spielt prozentual wirklich nicht die Rolle. Aber er soll halt in die richtige Richtung gehen. Und ich baue immer erst eine kleine Position auf. Und dann, wenn er hier an dieser Position ist, ziehe ich nochmal nach. Da kommen ja auch andere Händler und kaufen nach. Das heißt, wenn der jetzt hier ein bisschen runterfällt, habe ich nicht gleich dramatische Verluste erlitten, sondern ich kann, mache das mit einer kleinen Position. Gut, also hier erstmal das Thema Minervini. Ich habe auch noch eine sogenannte Piotrowski-Score mit eingebaut. Kann man auch nochmal nachlesen. Das bezieht sich auch auf besonders stabile Werte. Das heißt, wenn die Werte haben über 8 oder 9, sind die auch sehr stabil und ziehen auch nach oben. Braucht man nur wissen, ah ja, die gibt es und die Werte sind dann auch gut und dabei auch nur ein Einstieg und dann ist es in Ordnung. Also man sieht, dass das passt dann auch recht gut. Jetzt zum fundamentalen Teil. Was können wir hier alles machen? Ich habe für heute mal für das Webinar noch ein paar Buttons extra eingefügt, die normal nicht drin sind, weil die große Schwierigkeit ist immer, nicht zu viele Informationen zu haben, sondern das, was es nötigste ist. Wenn ich ein reines Fundamental-Screening mache, da habe ich einen längeren Horizont und möchte sehen, welche Werte gehen nach oben, welche nach unten. Am besten ist es natürlich schon mal zu sehen, welche Werte haben ein neues Hoch gebildet in den letzten Wochen. Da klicke ich hier einmal drauf und dann sehe ich, ah, das sind die Werte, die ein Hoch gebildet haben. Sind natürlich auch wieder viele. Hilft mir also so erstmal nicht weiter. Dann suche ich ein Rating. Rating am besten A- oder B-Rating. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Am besten kombiniert. Genau, hier haben wir jetzt das schon mal runtergebrochen auf A oder B. Werte. Dann können wir uns das mal anschauen. Jetzt steht hier noch eine EOD-Spalte. Und das heißt, wie viele Tage gibt es noch bis zu den Earnings? Einfach, weil ich mir immer das nicht merken kann, welcher Tag ist heute. Deshalb einfach nur, wie viele Tage habe ich noch bis zu den Earnings, dass ich nicht innerhalb von den 10 Tagen reingehe, sondern erst ein bisschen später. Hier nochmal die Frage, funktioniert das Tool auch mit Mercury? Ja, es funktioniert. Es funktioniert auch, dass die Listen sich füllen. Ich habe das getestet, auch mit Rechnern, teilweise nur mit 8 GB Arbeitsspeicher oder so. Also das funktioniert tatsächlich und ich brauche hier nicht viel. Ich kann dann zwar keine automatischen Einstiege oder sowas machen, aber so die ganzen Anzeigen funktionieren. Ich beantworte das mal nebenbei noch kurz. Einer fragt hier noch, gibt es auch Aktiensymbole oder gibt es auch Namen? Muss man hier groß und dann hat sich's wahrscheinlich schon geklärt. Also hier gibt es Name, Sektor und Detail. Aber das funktioniert. Auch die Frage, funktioniert das bei deutschen Aktien? Was nicht ganz so gut funktioniert, sind die Earnings, aber sonst der Rest funktioniert alles genauso. Sektor und Industrie kann man sich noch separat einblenden lassen, aber es funktioniert auch. Also ich habe hier mal einen Tech DAX eingebaut und sowas. Bleiben wir jetzt mal kurz hier. Das heißt, wir haben hier die Earnings und da stehen immer die Tage drin und C, wenn es Confirmed sind. Dann das Rating, das geht immer von A bis F, hatte ich ja gesagt. Das heißt, ich gehe da drauf und dann zeigt er mir das an, was jetzt hier das Rating gerade ist. Und da ist noch eine Besonderheit mit eingebaut. Und zwar habe ich hier eine große Datenbank. Das, was immer eine große Schwierigkeiten ist die Suche auch nach Alternativwerten oder welche Werte sind denn besonders gut.
Und das macht er in Echtzeit, vergleicht er in der Datenbank zum Beispiel, dass beim Verschuldungsgrad ist UPS besser. Dann kommt als zweites RGLT, ZTO. Und dann kann man sich das anschauen, was sind das denn für Firmen? Da müsste ich hier normalerweise relativ lange suchen. Das zeigt er mir hier immer in Echtzeit an. Also das ist jetzt auch live hier mit dem Server verbunden und das, man sieht, das ist unglaublich schnell. Die Frage nach den Ausstiegen wurde auch gerade schon gestellt. Wo man dann auch was hat, gibt es auch, ja. Ich nutze da immer meine StoRV, der zeigt mir das immer ganz gut an, ab wann grün Einstieg, orange, Vorsicht, hier kann eine Trendwende kommen, und dann rot zeigt er mir immer an, wann es denn drehen wird oder dann nach unten geht. Aber auch wichtig ist wieder der Zeithorizont. Wenn ich jetzt hier mehrere Monate irgendwas mache, macht es natürlich gar keinen Sinn zu sagen, hier jetzt mal eine kurze Kehrtwende und ich gehe raus. Das heißt, da bieten sich dann ein bisschen andere Techniken an, wie ganz einfach mal zum Beispiel in der Markttechnik. Wenn der Markt hochgeht und dann bildet sich was, ein klarer Abwärtstrend ab, dass ich dann sage, aus dieser Position gehe ich raus. Das ist meistens das Einfachste, das so zu machen, dass ich erst die Stops mitziehe und dann entweder mich ausstoppen lasse oder dann sage, ich gehe bei einem Gegensignal im Trend raus. Ich muss da auch immer ein bisschen Abstand halten. Also ich sehe hier natürlich schön die Hochs und Tiefs, und dann macht es keinen Sinn, hier auf einen Cent genau meinen Stop zu setzen, sondern lieber immer ein bisschen Abstand, dass ich auch noch länger im Markt bleiben kann. Das kann zwar manchmal nervig sein, wenn es länger geht, aber man sieht es ja hier auch, dass es sich oftmals lohnen kann. Gut, dann weiterer Wert, was wichtig ist, ist das Rating, hat man gesagt. Dividend Yield, das ist einfach, beschreibt die Dividendenrendite. Die kann ich mir, wenn da Werte drin sind, auch anzeigen lassen. Wie die auch Dividenden gezahlt hatten. Muss dann manchmal noch Skripts neu laden drücken. Und dann zeigt er mir an, wie so eine Firma über die Jahre Dividende gezahlt hat. Das gleiche bei den Earnings per Share. Das hat man schon ein paar Mal jetzt hier gemacht. Und da einfach drückt, Skripts neu laden. Und sehe ich, wie zahlen die dir? Oder wie hatten sich die Quartalszahlen verbessert oder verändert? Blau sind die Prognosewerte, also was die Analysten sagen. Und grün sind dann die Werte, wie es von den Unternehmen dann gemeldet wurde. Das heißt, hier sehe ich auch, da wird Prognose ist eher negativ und jetzt steigt aber, also wird es übertroffen. Genau. Hier war noch eine Frage, ob das bei Forex auch funktioniert. Nee, bei Forex gibt es ja keine wirklichen Fundamentaldaten. Das sind ja ganz andere Daten, die ich dafür brauche. Dann habe ich noch so ein paar Zusatzinformationen drin. Es gibt den Analysten-Target-Preis. Den kann ich mir einfach anblenden lassen. Den sehe ich hier im Chart dann einfach. Egal, wo ich jetzt drauf drücke, der kommt dann immer. Und dann weiß ich, bin ich in die richtige Richtung oder wo sehen das andere den Kurs? Ob das jetzt immer allein stimmig ist, ist so ein anderes Thema. Dann Buchwert gibt es auch noch. Das heißt, hier steht der Buchwert bei 31,75 und rot ist es angemalt, weil der Kurs einfach darüber ist. Wenn es niedriger wäre, wäre es dann grün oder weiß. Dann gibt es noch einen intrinsischen Wert, einen fairen Wert und dann ein Split, dass man sieht, wann waren die letzten Splits. Ist ja manchmal auch ganz wichtig, Payout Ratio, Dividendentag und so was. Ex-Dividend Day ist da auch mit drin. Dann ist in dem Paket auch enthalten, welche Firmen halten denn diese oder haben Anteile. Das sieht man hier dann relativ viel. BlackRock, Vanguard, Wellington und so weiter. Das sucht man sich sonst echt zu Tode, immer das immer findet.
Und dann Analysten-Ratings, das ist ja meistens sehr beliebt. Ob man da immer nur drauf gehen kann, ist ein anderes Thema. Dass sie dann sagen, okay, hier haben wir Strong Buy, Buy, Hold und so weiter. Hier sagt er zum Beispiel auch Strong Buy. Ja, dann manche gehen auch drauf, wer sind die Officers, aber da muss man sich natürlich schon ein bisschen tiefer mit rein arbeiten. Und natürlich auch die Insiderkäufe so ein Thema, dass man sieht, ah ja, hier hat eine Sarah Marcio jede Menge gekauft. Dann kann man wieder schauen, Sarah Marcio, wer ist denn das? Müsste hier auch dann zu finden sein. Und dann sehe ich es jetzt nicht auf den ersten Blick. Oder? Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall sind dann Insider-Käufe auch hier schnell sichtbar. Gut. Wie kann man solche Strategien auch mit Optionen begleiten? Und da ist es ja eigentlich dann im Prinzip interessant, dass man sagt, okay, kann ich hier irgendwo Bullputs nachziehen? Gibt es da irgendwo was? Und das finde ich halt immer dann noch sehr spannend, dass man dann sieht, okay, hier habe ich einen Vorschlag, gehe zum Beispiel unter diese 4 Dollar oder an die 4 Dollar und verkaufe ein Put und profitiere von dem Weg nach oben. Meistens kann ich das am Turning Point direkt machen, mit einem klein wenig Abstand und das läuft eigentlich relativ gut immer. Also das ist so die Standardstrategie, die man dann fährt und sagt, okay, ich verkaufe hier meine Puts und der Wert steigt dann. Also ich brauche ja nicht viel Bewegung, ich brauche ja nur ein klein wenig Bewegung und das stört dann auch meistens nicht. Also wenn ich hier zum Beispiel mir einen Put schreibe und der ist hier oben, dann bin ich meistens schon wieder draußen. Also das ist sehr, sehr schön mit Puts zu verfolgen. Jetzt die Frage, ja, macht man da auch Calls? Wo macht es Sinn, Calls zu schreiben? Theoretisch wäre es ja an solchen Punkten, wenn man weiß, okay, hier dreht der Markt besonders stark, interessant, aber ich kann eigentlich nicht empfehlen, bei aufwärts gerichteten Märkten wirklich Calls zu schreiben, sondern dann lieber immer nur die Put-Seite unten begleiten. Hier noch die Frage, sind kanadische Börsen und so weiter inbegriffen? Für die Optionen direkt nicht, die gehen nur für amerikanische, aber diese Darstellung und das hier funktioniert bei 23 Exchanges. Das heißt, das funktioniert auch bei Tokio und so weiter. Das kann manchmal ein bisschen dauern, ehe es eingeladen hat. Das heißt, wenn jetzt hier eine kanadische Börse gefragt wird und das hat noch keiner, dann wird das funktionieren. Es dauert halt ein bisschen zum Einladen, aber dann geht's auch. Gefragt wurde wegen der TWS, dass die von der Bedienung her schwierig ist. Kann ich mir nachvollziehen, weil es auch hier viel, viel einfacher ist, irgendwas zu machen, auch Aktien kaufen und so. Ich habe jetzt hier bewusst die TWS nicht verbunden, weil ich habe jetzt keine Demo-Version, sondern nur die Live-Version. Da möchte ich jetzt nicht hier während eines Webinars mit meinen Aktien dann rumspielen. Das finde ich ein bisschen zu heftig. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Die Anzeigen mit Earnings im IQ-Feed, die sind unabhängig vom Datenfeed-Anbieter. Das heißt, die kommen alle von mir vom Server. Das heißt, das wird auch funktionieren. Die große Frage ist, ob der IQ-Feed dann so viele Symbole verträgt oder was sie dann handeln wollen. Die Frage bei den Turning Points, wie hoch die Erfolgsquote ist. Folgendes, wenn wir einen Seitwärtsphasenmarkt haben, da funktioniert keine Trendfolgesysteme, sondern da, wo es besonders gut funktioniert, sind die Werte, wo es wirklich stark am Steigen ist. Da klappen die richtig gut. Wenn ich die handle, komme ich so auf 80, 85%, teilweise
Natürlich sind die Phasen auch mal Mauer, dass man auf 60, 65 runterkommt, aber die haben eine sehr hohe Trefferquote und Kunden sagen immer, Markus, Finger weg an den Turning Points, irgendwas noch rumzuschrauben, weil die einfach sehr, sehr zufrieden sind damit. Und oftmals ist es so, dass man einen Turning Point hat, hier an so einer Stelle, und dann erwartet man einfach noch, oder und der Kurs geht mal ein bisschen so seitlich und dann kommt er hoch. Also das ist relativ häufig, dass das auch passiert. Warum machen so wenig Leute Optionshandel? Das ist eine gute Frage, weil ich kann bei Optionen eben verschiedene Richtungen handeln und ich hatte es ja auch das letzte Mal schon gezeigt. Entschuldigung. Ich habe hier diese Bullput-Spreads oder dann die Bullputs, die mir in einer Liste sofort angezeigt werden, dass ich sagen kann, okay, was sind heute meine Signale? Und ich will nur die guten Werte. Nehmen wir mal hier Riot. Geh drauf, wo Bullput ist, steht Bullput drauf und dann sehe ich, ah ja, 1,27 Dollar ist eine Rendite von 38%. Ja, ist glaube ich nicht ganz verkehrt, sowas zu machen. In die andere Richtung, wenn Märkte fallen, geht es natürlich genauso. Nehmen wir auch das raussuchen. Wo sind hier die höchsten Zahlen? Wo fällt auch was? Wo habe ich ja noch ein bisschen Tage bis zu den Earnings? Ist jetzt hier kein wirklich hoher Wert. Das ist, also gerade fallende Märkte ist jetzt nicht viel. Aber rein vom Prinzip, manchmal gibt es es halt. Da sind es hier, ja, ist jetzt, es lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich sowas zu machen. Ich kann auch das noch ein bisschen runterziehen manuell. Jetzt mal rein vom Prinzip, zeigt ihr mir das an. Seitwärtsphasen. Das ist das Entscheidende eigentlich, wo man zurzeit richtig gut Geld verdienen kann. Das heißt, wie eine Netflix, die jetzt seit Juli 2020 nur in einem Seitwärtskanal läuft, macht es doch total Spaß, dann mal einen Iron Condor oder dann eben so ein Strangle draufzusetzen. Machen wir mal einen Strangle, weil das ist von den Optionen oder vom deutschen Recht natürlich ein bisschen angenehmer. Dann muss er einfach nur in diesem Korridor bleiben und ich kriege hier 5 Dollar. Und das ist ja gar nicht so verkehrt. Gell? Also 5, okay, wir sind hier bei 500. Aber das ist eine Riesenrendite, wenn man sich das so mal ein bisschen hochrechnet. Schauen wir uns das mal bei anderen Werten an. Da kommen relativ große Renditen raus, wenn man das rechnet pro Tag oder dann pro Jahr. Wenn man 0,15% am Tag macht, mal so, ist es 100% im Jahr. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag und nicht mit jeder Position und habe auch nicht 100% im Portfolio. Da sind wir ja drüber hinweg. Aber dass man dann sieht, ah ja, hier habe ich einen Wert, der geht einfach nur seitlich und soll nur diese paar Tage dann in dieser Range bleiben und ich verdiene da 380%, glaube ich, ist nicht verkehrt. Dann, was andere Möglichkeiten sind, aber da, das nutzen auch viele Kunden von mir, die GmbHs sich gegründet haben oder im Ausland sitzen, die nutzen Vertical Calls. Und Vertical Call ist dann eher so eine Strategie, wo ich einen Call, gehen wir mal ein bisschen höher, da haben wir irgendwo so einen Wert, genau, wo ich einen Call kaufe. Und auch gleichzeitig ein Verkaufe. Das heißt, ich habe hier eine definierte Strategie. Ich mache es mal groß. Definiert heißt, ich habe ein begrenztes Risiko nach unten und einen begrenzten Gewinn nach oben. Aber wenn die zünden und in die richtige Richtung laufen, dann sind das Renditen. Da traut man sich das kaum zu sagen. Aber die müssen halt auch stimmen. Um das zu machen, muss ich aber auch Trends gut lesen können. Muss man auch sagen. Weil er zeigt hier mir das immer an. Und wenn ich dann zum Beispiel im 4-Stunden-Chart gehe und oder ja und sehe, der schießt auch nach oben, dann macht das Sinn. Hier sehe ich hier eindeutig nur einen abwärts gerichteten Trend. Kann ich mir anzeigen lassen. Das ist ein Abwärtstrend, da macht es keinen Sinn. Wenn er jetzt hier über so einen Wert hoch drüber gehen würde, dann macht es Spaß, diesen Wert zu handeln. VP ist auch wieder so eine Strategie, die nach unten gerichtet ist. Und bloß einmal schauen, wo gibt es hier Fairpreis, läuft dann wieder aufs gleiche Spiel hinaus. Könnte ich auch hier diese
Betreuung nach unten machen. Schauen wir mal, wo auch ein Wert gerade am Fallen ist. Drücke dann, wo VP ist, drücke ich drauf und dann macht er mir hier den Vorschlag der Order. Und dann braucht er wirklich nur ganz kurze Bewegung bis zu dieser grünen Linie und dann ist gut. Ja, was haben wir noch an Werten? Wir haben natürlich hier den. Was haben wir noch an Fragen oder beziehungsweise hier an den. Ach so, eine Sache, die mir immer noch wichtig ist, ist der Expected Move. Also gerade wenn ich hier zum Beispiel so ein Strangle mache, was erwarten hier die anderen Optionshändler? Bleibt das hier in diesem Bereich oder geht's raus? Und das ist auch eine wahnsinnig wichtige Information, die ich mir hier raussuchen kann. Das kann ich auch kombinieren mit den Fundamentaldaten, dass ich weiß, okay, was wird denn hier erwartet? Und viele sagen, wir hatten das ja mit diesen Volkswagen. Wohin geht der Wert Volkswagen jetzt in der nächsten Zeit? VW.de. Ich weiß es jetzt auswendig. Macht das irgendwo Sinn, da solche Aussagen zu machen oder nicht? Manche sagen dann, ja, der muss auf jeden Fall genau dahin laufen. Aber das, was wir hier immer wieder sehen, ist ja eigentlich, dass wir Wahrscheinlichkeiten handeln. Das heißt, wir haben hier irgendwo Bereiche, die interessant oder was möglich sein kann. Das heißt, hier in dem Fall sehe ich ein Strangle weit oder hier eben, was erwartet der Markt an Bewegung? Wo geht die Reise hin? Und es bringt nichts hier irgendwie zu meinen, ja, genau dahin muss er gehen, sondern er kann nach oben und nach unten gehen. Wir wissen ja nicht, welche anderen Marktteilnehmer kaufen jetzt hier noch Werte oder eben nicht. Und genau das soll hier ausgedrückt werden, dass wir eben hier Unsicherheiten haben. Und was auch total hilfreich ist, ist dann das offene Interesse zu sehen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel dann, hier wurden viele Puts verkauft, hier haben wir ein paar Calls. Wenn die Calls eingebucht werden, dann steigt natürlich hier der Markt natürlich stark nach oben, weil die Call-Verkäufer ihre Position glatt stellen müssen. Gut, ich hoffe mal, ich habe so ziemlich alles jetzt erstmal hier gesagt. Was sind für mich die wichtigsten Knöpfe, um irgendwas fundamental bewerten zu können? Eigentlich brauche ich nur das Rating, das Target und das EPS, also das Earnings per Share, weil mir das eigentlich dann reicht. Also auch wenn ich hier meine normalen Turning Points handle und sehe dann hier ein Turning Point Signal. Schaue ich nur erstmal Rating. Ups. Dann, ach, jetzt habe ich es hier gar nicht drin. Haha. Das ist ja mal wieder was. Was anders. Weil ich das fast immer nur hier drin habe. EPS. Wo läuft die Reise hin? Ich hatte im IA stark am Steigen. Rating ist C. Das ist völlig in Ordnung, ist aber für die Gruppe relativ stark, das heißt 90. Und dann gibt es noch das Target. Schauen wir uns das auch noch mal kurz an. Ups. Das Target bleibt in diesem Bereich. Das heißt, wenn ich hier einen Put weiter unten verkaufe, ich habe es jetzt gestern auch mal gepostet, bei 23, da bin ich hier auch im grünen Bereich, das ist weit genug entfernt. Ach so, die blauen Linien im OI, das schaue ich mir natürlich auch immer noch an, ist folgendes. Wenn der Wert unter 100 ist, zeigt er mir das blau an. Egal ob oben oder unten. Das heißt, das ist einfach zu wenig. Die Frage dann noch.
Gibt es die Möglichkeit, die Spreads aus der Margina zu handeln? Einzelne Werte gehen. Gilbert Kreuzthaler hat mal gesagt, in der Version 2.8 wird es dann bald soweit sein. Das heißt, ich bin dann einer der Ersten, der wohl das auch bekommt und da freue ich mich auch echt schon drauf, weil für mich ist es auch immer sehr aufwendig, das natürlich von Hand einzugeben, beziehungsweise sind es Fehlermöglichkeiten und Fehlermöglichkeiten sollte man abstellen. Und je mehr da automatisiert geht, umso besser. Genau. Welche alles jetzt an Fragen aktuell? Eine Python-Schnittstelle gibt es aktuell nicht im Agena Trader, wenn ich es richtig weiß. Aber ich habe hier auch eine Schnittstelle gebaut, die über C Sharp auf PHP geht. Also ist eine, man kann wahnsinnig viel machen, selbst eigene Schnittstellen dann reinbringen. Genau. Gut, ich hoffe, da sind wir soweit durch mit den Sachen. Ja, wo kann man das noch kaufen? Bei mir im Shop, also ich habe bei mir auf der Webseite www.fstack.com habe ich einen Shop, der mit Agena verbunden ist. Und das Optionspaket mit Fundamental kostet 99 Euro im Monat. Also zusammen mit der Mercury-Version geht es natürlich dann wirklich günstig. Und ich brauche noch einen Datenfeed. Also ich kann immer nur Taipan empfehlen. Wirklich sehr zuverlässig. Und ich kann unendlich viele Symbole, je nachdem, was mein Rechner kann, mit reinladen. Das heißt auch mal 4, 5, 6.000 Symbole. Wenn der Rechner das macht, ist kein Problem. Gut, gibt es noch weitere Fragen, die ich noch beantworten kann? Aktuell noch nichts. Ja, das Wetter ist auch wahnsinnig schön heute. Das heißt, wir brauchen ja auch nicht zu lange machen. Wenn noch Fragen sind, bin ich natürlich gerne zur Verfügung und es gibt auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Das heißt, bei mir auf dem. Ach so, hier ist noch eine Frage. Geld verdienen im niedrigen Wohlerumfeld wird genau gemacht mit diesen Strangles. Das heißt, einfach nur in dieser Seitwärtsphase gibt es immer noch genug Werte, die eine hohe Volatilität haben. Also das, so mache ich das. Das funktioniert echt gut. Und noch was? Wie wäre der Link im Shop? Ich mache den mal kurz auf. Also einfach www.fstack.com. Kommen wir erstmal drauf. Und da ist dann der Shop. Da sind so ein paar Beschreibungen. Ich werde den auch noch ein bisschen. Und da gibt es eben das Turning Point Paket, ein Optionspaket, Optionspaket Lite und Fundamentals. Wobei Fundamentals hat keinen sauberen Arbeitsplatz aktuell. Das heißt, da ist nur der Indikator im Prinzip mit drin. Einfacher ist es im Optionspaket. Das muss ich noch machen. Dann gibt es noch so Bundles und so weiter. Und ganz wichtig, es gibt auch ein Handbuch zum Beispiel zu dem Turning Point Paket, wo alles mit drin ist. Dann Sonderpreisangebote, dann natürlich Cap Trader kann man direkt rangehen. Und ich habe dann auch teilweise noch so ein paar Alpha-Versionen, wenn ich irgendwo noch mal ein paar Sachen gefunden habe, dass man das auch noch mal mit reinnehmen kann. Genau, und dann kann man hier einfach dann, wenn man mit Cap Trader was hat, zum Beispiel kann man dann raufklicken und dann wird man dann zum Warenkorb verbunden. Und es gibt immer auch hier die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Und auch, ja, es geht auch direkt. Ich habe es hier auch mit drin. Und ich mag es auch. Ups, das war ein bisschen schnell, glaube ich. So schnell konnte es keiner abschreiben. Ich habe nichts dagegen, wenn man mich auch anruft, gerade wenn mal was nicht funktioniert und so weiter. Bitte melden Sie sich bei mir, damit ich da unterstützen kann. Sonst ist es echt schwierig, auch für die meisten, auch mal einen Einstieg zu kriegen. Es ist nicht
komplett unmöglich, aber oftmals ist dann, oh, wie mache ich denn das? Und dann ist ein kurzer Anruf und dann ist es geklärt. Gut. So, jetzt nochmal die, welche Strategien sind für den Normaltrader und welche für die GmbH sinnvoll? Gerade bei den, also für den Normaltrader unter deutschem Recht, Österreich ist wieder ausgeschlossen und die Schweiz, ist eigentlich nur der Bullput, BP heißt das, also Cash Secured Put, der BC und der Strangle. Die sind von den Optionsstrategien interessant. Bei den Aktien gibt es ja keine Probleme. Das heißt, ich kann hier diese Minervinis und so weiter mit Aktien handeln, wie ich möchte. Spielt keine Rolle. Auch Dividendenwerte natürlich kein Thema. Das geht jetzt nur um Optionen. Und da ist es ja nur wichtig, dass das verkaufte Optionen sind und dass er mir die auch anzeigt. Und auch wenn ich die zurückkaufe, ist jetzt kein Problem. Gut. Gut, dann hoffe ich, dass ich durch bin und habe alle Fragen soweit beantwortet. Genau. Dann bedanke ich mich total herzlich fürs Zuschauen, dass ihr das sich mit mir bei so einem schönen Wetter noch vergnügt haben. Natürlich wird das Webinar aufgezeichnet und Sie sehen das dann natürlich dann die nächsten Tage dann im CapTrader-Kanal. Und ich Ja, freue wir werden mich. das frühestmöglich, wenn wir das so einstellen, Herr Runo. Also bei Trading Börsen Academy, um da das nochmal zu erwähnen, Trading Börsen Academy wird das in den nächsten Tagen online gehen, damit sich die Zuschauer das nochmal anschauen können. Wir danken Ihnen auch für Ihre Zeit, Herr Runo. Das war wieder sehr lehrreich. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank.